Zielgruppenformate, schlägt auch häufig LinkedIn irgendwas vor oder so, irgendwie die Umfragen und so weiter, die ich in Wirklichkeit gar nicht weiterbringe, sondern eigentlich nur LinkedIn weiterbringt. Ja. Und da wird dir dessen immer bewusst sein, dass letztendlich LinkedIn ist sich immer nur, genauso wie Google oder Facebook, immer nur sich selbst der Nächste. Ja, eigentlich kümmert den vielleicht dein spezifisches Goal, dein spezifisches Ziel interessiert die Plattform erstmal überhaupt gar nicht. Das ist auch so manchmal dieser Fokus, den halt viele verlieren, oder diese Verliebtheit, die dann stattfindet, auch starke Influencer, weil sie einfach so viel Liebe und Anerkennung bekommen. Das ist quasi so, da werden also diese ganzen chemischen Prozesse im Gehirn finden dann eben statt. Ja. Und dann verlieren sich halt teilweise viele Influencer, die sehr erfolgreich sind, in diesen Plattformen und vergessen eigentlich, dass sie ja im goldenen Hamsterrad dann sich teilweise befinden. Ja. Auch zum Beispiel diese ganzen Algorithmen, ne? Also letztendlich, okay, ich habe jetzt irgendwie diese Views und davon kann ich mich jetzt ernähren oder ich verdiene ganz gutes Geld vielleicht, aber wenn ich jetzt mal einen Monat oder so nichts posten würde, dann wäre das alles weg oder sowas in der Richtung. Ja? YouTube ist dann ein bisschen eine Ausnahme. Und dann stellen sie fest, naja gut, also ich bin ja hier komplett gefangen, ne? Ich bin eigentlich ein Sklave. Ja? Also ein etwas besserer Sklave halt, aber trotzdem immer noch ein Sklave. Okay, ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen konkreter hier rein, und zwar in die Lead-Generierung. Das haben wir schon gesprochen. Okay, also die B2B. Okay, ja, okay, ich bin jetzt gerade so ein bisschen Marvel-Style. Wir waren beides mal Marvel-Fans. Okay. Hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Die Kamera liegt sich. Ja, okay. Also, die Lead-Generierung, und zwar, wir kennen schon ein bisschen länger. Creatives. Was zur Hölle habe ich mir hier notiert? Ach so, ja, genau. Also, letztendlich, das ist ein sehr wichtiger Punkt, und zwar, weil wir letztendlich alle so zugemüllt werden mit irgendwelchen Anzeigen. Ja, wenn ich jetzt fragen würde, um das auch ein bisschen zu interaktiv zu gestalten, der Workshop, also wenn ich jetzt euch fragen würde, was kommt dir so, Luna zum Beispiel, in Gedächtnis, wenn es um Lead-Magneten oder sowas geht. Ja? Also letztendlich, wo dich Leute ködern wollen. Ne? Was kommt dir da so ins Gedanke oder was dich teilweise vielleicht sogar schon nervt? Ja, wenn die zu offensichtlich dich ködern wollen, also mhm. Wenn es zu offensichtlich ist und auch ja, einfach schon zu viel ist, würde ich sagen. Also wenn es so eine unnatürliche Art und Weise ist und dass du halt direkt weißt, okay, die wollen mir nur was verkaufen, anstatt dass sie das irgendwie so ein bisschen sanfter, auf so eine sanfte Art und Weise machen und dir halt quasi so deinen Painpoint vorhalten und sagen, hier, damit könnten wir dir weiterhelfen. Also wenn das so zu aggressiv ist, ist glaube ich nicht so ein Punkt. Ja, kannst du es noch ein bisschen konkretisieren? Ich löse es dann noch auf. Das ist ja das Gefühl, das du gerade beschreibst. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Wie ich das konkretisieren kann. Ja, dass das eine quasi gutes Marketing ist und das andere halt schlechte Marketing. Ja. Das ist dann so. Aber wann konkret kommt denn das Gefühl auf, dass es jetzt zu aggressiv ist, dass sie mir nur was verkaufen wollen? Was ist denn da nicht, oder sagen wir mal so, was ist denn nicht gegeben? Ja, denn sie zeigen mir quasi gar nicht, wie mich persönlich ihr Produkt weiterbringt, wozu mir das genau, bringt. Genau, denn das ist nicht personalisiert. Das bringt mir eigentlich, ich weiß gar nicht, wieso sie mir das ansehen wollen. Okay. Das hat irgendwie keinen Grund richtig, wieso ich jetzt ihr Produkt kaufen sollte. Ja, es geht jetzt letztendlich auch erstmal nur um den Lead-Köder, aber auch das ist schon der Aufwand. Ein sogenanntes Micro-Commitment. Mhm. Und es geht letztendlich darum, eine einzige Frage zu beantworten. Mhm. Und diese Frage lautet, what's in it for me? Ja.
Und wenn die Frage nicht eindeutig beantwortet werden kann, wird der Lead-Magnet keinen Erfolg haben, sprich dessen, Erfolge dessen auch nicht die Kampagne, und du wirst einfach nur Geld raushauen, ohne den gewünschten Erfolg dabei zu haben oder zu geringen Erfolg. Also diese Frage, ja, what's in it? Ja, die muss eindeutig beantwortet werden. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten. Dieser Austausch. Ich gebe ja für eine Louis Vuitton-Tasche nur 10.000 Euro. Wenn ich bewusst oder unbewusst, ja, felsenfest der Überzeugung bin, dass der Gegenwert ein Vielfaches höher ist als die 10.000 Euro. Ansonsten hätte ich ja überhaupt keinen Grund, die 10.000 rüber zu schieben. Ja? Dann könnte ich ja gleich zu dir gehen und sagen, gib mir mal 10.000 Euro. Dann sagst du, warum? Weiß ich nicht, ist doch egal, gib sie mir einfach. Dann sagst du, ja, ich will schon wissen, warum, für was. Ja? Also, what's in it for me? Sorry, ich nehme mal wieder Louis Vuitton. Ich glaube, du hast keine von Louis Vuitton. Okay, cool. Immer wenn ich den Brand erwähne, dann so. Ich mag den eigentlich ganz gern. So. Was redest du da für Unsinn? Okay. 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 Schon mal Geschäfte gemacht mit denen. Schon mal Geschäfte gemacht mit denen. Ja, früher waren die halt bei Louis Vuitton, die Never Full hatte ja jeder. Aber ich finde einfach die Qualität nicht wirklich gut für den Preis, und man sieht es überall und es ist nur noch auf Logo aus. Und es hat einfach, also für mich ist das einfach keine schöne Tasche mehr. Aber es ist meine persönliche Meinung. Also, ja. So, das genau. Ist mir zu sehr auf Marke aus. Genau, also das Wort What's in it von mir ist nicht mehr gegeben. Nee. Ne? Das Gefühl, das erzeugt wird, das den Wert dann, den wahrgenommenen Wert für dich generiert, ja, der ein Vielfaches höher ist im Vergleich zu dem, was du dafür geben musst, findet nicht mehr statt. Ja, okay? Genau. Und genau das ist gleich, ist halt einfach, und wenn wir es jetzt quasi auf die Technik ummünzen, ich nehme immer so Beispiele raus aus dem IT, weil halt einfach viele nicht so tief in der IT drin sind. Und ich denke, da liegt auch, denke ich auch, für viele der Weg nach vorne, indem man einfach gewisse Dinge kombiniert und überschneidet. Und sagen wir mal, als Apple komplett am Boden war, ja, da ist Steve Jobs, das wurde dann, glaube ich, auch mal gefeuert oder so, ich weiß es gar nicht genau. Es war mal eine Zeit, da hat Steve Jobs nicht mehr für Apple gearbeitet. Was hat er gemacht? Er ist zu Pixar gegangen. Und ein paar andere Firmen. Ja, also komplett was anderes. Hat sich angeschaut, wie machen denn die ihr Marketing und so weiter. Und dann ist er irgendwie zurück zu Apple. Ja, ich weiß noch, weil meine Schwester war 15 Jahre bei Apple, zu einer Zeit, wo die einfach nur so Kästen waren, ja, also in den 90ern. Damals war ich so 5 Jahre alt. Und die Jokes verstehe nicht immer jeder, okay. Und dann ist er zurückgekommen, hat komplett Apple nochmal umgekrempelt. Und da war er auch eine Zeit lang Apple am Boden und hat dann auch irgendwie Microsoft drohte dann komplett unterzugehen, im Gegensatz zu Microsoft. Und hat Apple komplett umgekrempelt und hat dann plötzlich diese Bildschirme, die so Neonfarben waren und so weiter. Ich weiß nicht, ob es von euch noch jemand kennt, damals so in den 2000ern dann. Auf jeden Fall diese Styles mit reingebracht. Ne? Und woher? Aus einer komplett anderen Branche. Das hätte ihn, wenn er jetzt zu IBM gegangen wäre oder irgendeiner anderen IT-Firma, da sind lauter mausgraue Typen rumgelaufen, ja? Hätte er nie und da dass alle drauf sind, so. Ja. 1, 2, 3, okay. Und ja, da ist so ein komischer Timer, was weiß ich, egal, okay. Und in der Tat war das einer der Key Points, die Apple zu dem gemacht hat, was es heute ist. Ne? Und heute zum Beispiel ich habe noch so ein anderes Model, total aus Kroatien, konnte heute leider nicht, weil sie im Oktoberfest arbeitet, hätte euch gerne zusammengebracht. Die hat auch so ein nagelneues Apple-Ding, das hat irgendwie 3.000 Euro gekostet oder so. Ja? Und es ist super leicht, so klein, so, ne? Ich habe Angst, dass ich das irgendwie zerbreche oder was. Ne? Und dein ist aber auch so teuer? Fast 2.000. Gottes Willen, ich habe noch nie in meinem Leben so einen teuren Laptop gekauft. Der ist 2,5.
Ja, okay. Ist ja auch ein Gaming. Okay. Naja, das hat andere Gründe. Aber auf jeden Fall, also die Leute sind bereit, das Ding zu kaufen. Und aufgrund des Gefühls, das erzeugt wird, ja, der Mehrwert, der wahrgenommene Mehrwert, und weil es cool ist und stylisch und so weiter. Und die Leute stehen Schlange, wenn irgendein neues Gerät rauskommt. Und es ist erwiesen, dass, glaube ich, wie heißt das, Wyoming oder wie heißt das nochmal, das chinesische Ding da, Wyoming oder irgendwie so ähnlich. Wyoming. Also dieses chinesische Äquivalent von den Funktionen her und Robustness und was weiß ich alles noch, ja, einfach besseres Gerät ist als solches und trotzdem interessiert es keinen. Und die zahlen 50-100% Aufpreis. Ja? Und das ist natürlich halt ursprünglich alles mal darin resultiert, dass vor 20 Jahren Steve Jobs, als er noch lebte, und der Macintosh, also der Apple-Konzern, ja komplett am Boden war, einfach zu anderen Branchen gegangen ist, die mit Computer gar nichts erstmal zu tun haben, im weitesten Sinne, und sich dort Dinge abgeguckt hat. Ja, aus deren Marketing, wie die erfolgreich sind und so weiter. Deswegen habe ich jetzt eine lange Story erzählt, aber vielleicht ganz interessant. Deswegen sitzen hier auch Leute, die zum Beispiel auch aus komplett anderen Branchen sind. Ja, und generell einfach mal dahin zu schauen, wo andere Leute nicht hinschauen. Ja. Und das ist, zum Beispiel, ich hatte auch eine, mit dem habe ich jetzt auch das letzte Shooting und so weiter gemacht, die war auch aus dieser IT-Branche. Die hat mir immer gesagt, ich weiß nicht so recht, du willst ja so viele Menschen reinbringen in deinen Kampagnen und so weiter, also Gesichter. Ja? Und ich sehe das halt, wir haben ganz, ganz viele IT-Kunden und so weiter, der war schon sehr erfahren, hat viel in der IT-Branche gemacht und hat gesagt, bei uns in der IT-Branche, da ist also ganz wenig Menschen. Ja? Also am besten gar nicht, das wollen die nicht, die Kunden und so. Die wollen einfach nur so ein White Paper und so Infografiken und dieses und jenes Gedöns und so weiter. Und sage ich, okay, warum ist es so? Oder wie kommst du da drauf? Naja, weil es funktioniert. Okay. Und dann frage ich weiter, okay, wie kommst du auf den Gedanken, dass es funktioniert? Naja, gut, weil es halt eben alle machen. Und die machen es ja nur, weil es funktioniert. Okay. Die nächste Frage, die ich mir dann stelle, ist, hast du es schon mal anders gemacht? Und eventuell dir die Frage gestellt, wie es vielleicht noch besser funktionieren könnte. Ja, also gut, du hast also etwas, was alle machen, den Mainstream, weil es funktioniert. Und ja, es funktioniert. Ja. Und wenn du jetzt das auch machst, was die machen, ja, wahrscheinlich funktioniert es halt auch irgendwie. Bist aber halt auch in den Mainstream. Also es wird nicht so wirklich outstanding jemals werden. Ne? Also du wirst nicht so wirklich dich von der Masse abheben. Wenn du jetzt aber mal die Eier hast, irgendwas ganz anderes zu machen oder auch aus anderen Branchen, die sozusagen Schnittmengen zu erzeugen, könnte sein, dass da vielleicht etwas komplett auch funktioniert, aber du bist der Einzige oder einer von ganz wenigen, der es eben in dieser Art und Weise macht. Ja? Und das ist eben auch, das war mir wieder ein Beweis dafür, dass jemand, der halt in diese, wir bewegen uns ja alle in diesen Bubbles, ja? Also jeder ist in seiner Bubble, egal was er macht und tut, dass wenn man da mal so reinpiekst, ja, in die Blase und dann so sich mal von woanders wo das reinholt und da mal und so, das eventuell auch ganz interessant sein kann. Okay, also, du wolltest noch mehr Struktur, gell? Und ich rede so viel und... Nächstes Mal dran. Okay. Ich mag es, wenn man halt einen Ablauf hat, das weißt du eben auch mit der Präsentation, dass man halt so systematisch, ja. Das ist meine persönliche. Ja, genau, das ist nämlich gleich genau der nächste Punkt, dass man hier sagt, okay, mit diesem, also sogenannte Lead-Magnet, also ich schreibe es jetzt mal hin, das war nämlich jetzt auch mal unter uns gesagt, war das jetzt absichtlich so, damit du auch mal siehst, wie man es nicht macht. Ja. Okay. Sehr gut gelernt. War gut, ja. Okay, also Lead-Magnet ist letztendlich, okay, da sollten wir sich dann auch mal genau das gleiche Thema, ja. Was machen alle? Download my white paper. Und das ist häufig so, dass es gar nicht so mal so der Inhalt ist, mal ganz unter uns, 80-90%, insbesondere derjenigen, die was zu sagen haben,
was die sich da runterladen, also ich sowieso, weil ich bin überhaupt kein Lesetyp. Und wenn da ein bisschen Text ist oder so, lese ich nie im Leben. Ja? Was die letztendlich wollen, ist, die wollen snackable, strukturierten Content. Ja? Deswegen sehr, sehr gut. Und wir sind auch sozusagen in dieser TikTokisierten Gesellschaft und das betrifft mittlerweile, das hatten wir letztes Mal auch schon, gell? Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen auf Social Media ist die eines Goldfisches oder teilweise darunter. Und jetzt kommt es auch, dass man sozusagen auf LinkedIn sagt, okay, da läuft tickt die Uhr eben noch ein bisschen langsamer, wo wir sagen, okay, auf Facebook oder Instagram ist es ungefähr 2 bis 3 Sekunden hatten wir da. Oder wie war es nochmal auf TikTok, wie lange? 1 bis 2 Sekunden. 1 bis 2 Sekunden, auf Facebook vielleicht 3 Sekunden. Und auf LinkedIn sagt man, da hat man ungefähr um die 10 Sekunden. Und da geht es lediglich nur um die Aufmerksamkeitsspanne, um das nächste Mikro-Commitment abzuholen. Wenn der natürlich dann auf mehr klickt und dann das Ding konsumiert oder runterlädt oder so, dann hat man natürlich viel, viel mehr Zeit. Aber einfach die Spanne, dieses erste Mikro-Commitment abzuholen vom Interessenten, das ist ungefähr maximal 10 Sekunden. Das ist schon eine ganze Menge mehr, als wir jetzt nochmal auf Facebook. Das ist auch ein großer Vorteil. Aber dennoch, wenn ich jetzt es schaffe, sozusagen strukturierten, snackable Content zu machen, also quasi das, was die Top-Leute auf Facebook machen aktuell, Instagram, weil es anders gar nicht mehr geht, ja, und das jetzt anwende in eine Plattform, wo ich grundsätzlich mal dreimal so lange Aufmerksamkeitsspanne in der Hook-Phase habe, habe ich einen riesen Hebel und einen riesen Vorteil. Und da ist schon häufig so passiert, dass wir hier, wenn jetzt Leute zu uns gekommen sind, haben gesagt, naja, wir zahlen ungefähr pro Download ja, von zwischen 750 ja, bis 5.000 Euro teilweise. Also irgendwie so ein Cost per Lead oder sowas. Ja, oder was auch immer die da gerade messen. Das sind jetzt nur so vage Dinger, weil ich die echten Zahlen gar nicht rausgeben darf. Ja. Und du aber hier jetzt so ein paar Schräubchen drehst, ne, dann reduzierst du das teilweise runter auf, sagen wir mal, auf vielleicht sogar teilweise unter 100 Euro oder sowas. Ja. Und du hast vielleicht insgesamt sagen wir mal, ja, die Möglichkeit, auch bei Firmen, die insgesamt noch kleiner sind und die wahrscheinlich auch schon bei Google und Facebook irgendwie schon zweimal verbrannt worden sind und sich schon dreimal nicht irgendwie an LinkedIn rantrauen, weil es ja allgemein bekannt ist, dass es irgendwie 3 bis 4 Mal teurer ist. Letztendlich dann unterm Strich kannst du sagen, okay, es gibt Wege und Möglichkeiten. Muss man natürlich im Einzelfall dann anschauen. Ja? Also so pauschal kann man das jetzt nicht sagen. Letztendlich, dass es gar nicht um so viel teurer ist, ja? Unterm Strich. Okay, also das einfach nur mal so als Indikation. Und hier gibt es dann einfach so noch so weitere Dinge, wo wir vorhin schon hatten, zum Beispiel so Sachen wie, naja, LinkedIn schlägt dir halt vor, ne, mache hier irgendwie Zielgruppenerweiterungen und mache noch das und dies und jenes, was man besser weglassen sollte. Da gibt es zum Beispiel auch so Sachen, wo bei Google ja genauso. Ja, wie nennt sich das Ding? Ja, so Gebots. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt eigentlich das wieder in der Frage umformulieren sollen, habe ich jetzt verpasst. Damn it! Okay, du kommst ja aus dem Instagram-Bereich. Da gibt es ja auch sowas wie manuelle Gebotsstrategie oder generell Gebotsstrategien und so weiter. Gibt es da irgendwie eine Tendenz oder irgendwas, wo du dich noch erinnern kannst? Also, okay, um es kurz zu machen, strukturiert und kurz und snackable. Es gibt die Möglichkeit, manuell das Ganze einzustellen. Und die Plattformen werden dich immer darauf prompten, also immer dir vorschlagen, sozusagen, lass uns doch das, mach das doch automatisch. Wir haben da einen Algorithmus, ne? Eine KI, eine künstliche Intelligenz, die macht das ganz intelligent. Ja klar, ohne jeden Zweifel. Und zwar immer im Vorteil, im Zweifelsfall immer für dich, Plattform, und nicht für mich. Ja? Das ist nämlich so, dass, und Google, das ist wirklich, da kann man wirklich sagen, okay, die Plattformen sind wirklich identisch. Ich glaube, die treffen sich nachts heimlich und geben sich die Hand.
ja, obwohl sie eigentlich Mitbewerber sind. Wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie eine komplett neue Kampagne, ja, machst und dann schlägt der irgendwie, sagen wir mal hier, also das ist das ganze Zeug, das ist das ganze bezahlte Werbung, das ist ja auf dem auktionsbasierten System basiert, das ist euch ja klar, ne? Also ich biete für einen bestimmten Platz, Werbeplatz, eine gewisse, zum Beispiel einen Cost per Klick. Ja, ich sage, ich biete 5 Euro, sagen wir mal, oder so, ja, damit mich jemand dann sieht und klicken kann pro Klick. Und dann gibt es noch alle möglichen Relevanzfaktoren und alle möglichen anderen Kram. Aber letztendlich, das ist so ein Bidding-Ding. Ja. Und dann sagt zum Beispiel, schlägt der LinkedIn vor, ja, hier, biete mal mindestens 20 Euro, na, dann hast du hier den maximalen Output und das ist das Beste und Schönste für dich. Und dass du halt immer mit dem absoluten Minimum, ja, startest. Also dass du eher so wenig bietest, dass eigentlich fast schon gar nichts passiert, oder wo du vielleicht denkst, okay, da passiert gar nichts. Ich würde mal sagen, ein Drittel von dem, was dir die Plattform vorschlägt, das ist so ein Mittelwert, das ist alles dynamisch, kann sich mal ändern, wo du durchaus starten kannst. Und dann wirst du sehen, du kriegst auch Visits und so weiter und gar nicht so wenige, so viel weniger. Aber du hast halt einfach sozusagen, bist halt quasi der Plattform nicht so auf den Leim gegangen sozusagen. Ne? Okay, und dann kannst du sagen, okay, irgendwann mal, dann hast du natürlich dein Tracking und irgendwann mal hast du dann deine CTR, ja, das ist die Click-Through-Rate, und wenn du da, sagen wir mal, größer gleich 2% hast, dann kannst du davon ausgehen, dass deine Werbung zu den richtigen Leuten ausgespielt wird, und dann kannst du eventuell, ja, das Ganze dann auch auf Auto umstellen, weil dann letztendlich diese sogenannte KI basierend auf diesen Werten dann das Ganze optimiert. Ja? Also das ist, ich glaube, der mit Abstand einer der, wenn überhaupt, vielleicht sogar der größte Fehler auch bei Google Ads, dass die Leute sagen, naja, ich mache diesen ganzen Spaß. Ich will Conversions, also ich will zahlende Kunden. Ja? Das ist mein Ziel und ich mache das hier nicht zum Spaß. Also mache ich eine Conversion optimierte, eine Conversion-basierte Kampagne. Das kann man ja auswählen und dann legt Google los. Nur dass du für die ganzen Klicks, ja, teilweise 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal mehr zahlst, das checken die Leute nicht. Und warum ist das so? Weil sobald du Conversion-basierte, automatisierte, optimierte Dinger einstellst bei Google, wenn du Anfänger bist und du hast noch keine Daten zur Verfügung, dann lässt dich Google dafür einen exorbitanten, vielfachen Faktor dafür bezahlen, dass du da Werbung schalten darfst, weil im Hintergrund die KI läuft, die dann deine Werbeanzeige automatisiert optimiert. Nur bis sie das tatsächlich kann, braucht sie eine gewisse Anzahl von Daten. Und bis sie da ist, zahlst du diesen Overhead, der enorm ist. Also wie wenn du jetzt das manuell machst und manuell irgendwie ein Gebot einträgst. Und das kann, je nachdem, welchen Budget welten du dich, also ob du jetzt in einer Kampagne bist, wo du 100 Euro eingibst oder 500 oder 1000 am Tag, das ist ein großer Unterschied, weil natürlich dann die KI schneller lernt. Aber kann das durchaus mehrere Wochen, Monate sein, wo du einfach wesentlich überbezahlst deine Kampagne, als es eigentlich sein müsste. Ja. Und du kannst das, dem kannst du vorbeugen, indem du einfach ganz am Anfang immer manuell das Ganze machst, solange es noch möglich ist. Also ich glaube, Google wird es auch irgendwann ein paar Jahren mal komplett abschaffen und einfach das Ganze sozusagen nur noch automatisiert anbieten. Das ist halt so, ne? Das ist auch wieder diese Marktmacht, ne? Dieses Monopol, was die haben. Aber auf LinkedIn, nehme ich mal an, ist es noch eine ganze Zeit lang eben möglich. Snackable Content, das hat man schon beschrieben. Was leider nicht so gut funktioniert, sind diese Longform-Videos. Also auch dieses Tutorial-Format und so weiter. Das wird auf LinkedIn nicht so gerne konsumiert. Ich nehme mal an, das hängt stark damit zusammen, dass man dort einfach mit wirklich high... man ist dort einfach im B2B-Business-Umfeld. Das heißt, wer hat
in den Business Hours schon die Zeit, sich in ein 45-Minuten-Video reinzuziehen. Ist ja auch irgendwo logisch. Ne? Das ist eher so dieses nach Feierabend, ich mache gerade mir was zu essen und ziehe mir ein Tutorial, also ziehe mir ein langes Video rein, anstatt von Netflix zu gucken oder sowas. Das ist aber dann eher abends und eher, da bin ich schon eher im privaten Ding oder so. Oder vielleicht im Office noch ganz alleine oder was. Ja? Und arbeite Zeche die und aber in diesen Normal Business Hours ist ja auch logisch, wenn man mal ein bisschen nachdenkt. Die meisten dürfen es wahrscheinlich gar nicht oder würden ermahnt werden von ihrem Vorgesetzten oder so, wenn sie jetzt da einfach irgendwie eine halbe Stunde anfangen würden, halbe Stunde oder Stunden Videos zu gucken. Wobei ich natürlich so ein Image-Post oder sowas, den ich mal, also nur mal jetzt im Vergleich, um den kompletten Content eines 30-minütigen Videos mir rauszuziehen, wie lange brauche ich dafür ungefähr? Es ist gut, dass ich immer wieder eine Frage stelle, gell? Ja. Also um mir den kompletten Content eines 30-minütigen Videos rauszuziehen, wie lange brauche ich da ungefähr? Du auch? Wenn ich es optimiere? So, wenn man es jetzt wirklich runterrechnet, oh, gute Frage. Also, die einfachste Antwort wäre 30 Minuten, weil das Video geht 30 Minuten. Okay. Ja, also wenn ich das komplette Video mir reinziehen möchte, den Content verwerten, 30 Minuten, aber ich kann natürlich 1,25, also relativ noch, je nachdem wie schnell gesprochen wird, ja, dann habe ich irgendwie ja, 20 Minuten oder sowas, aber es ist eine enorm lange Zeit. Jetzt wenn ich in Single Image Post mir reinziehen möchte, mit vielleicht so ein, also ein Single Image, sagt ja der Name, ne? ein Image sozusagen auf LinkedIn und dann mit ja, 3 Zeilen Text noch dazu, irgendwie ein Hook oder sowas, den wir vorhin besprochen haben, maximal eine Überschrift, eine Unterüberschrift oder sowas. Wie lange brauche ich, um das konsumieren, mein Gehirn? Ein paar Minuten. Sekunden. Also je nachdem halt, weißt du? Genau, je nachdem. Sekundenbereich. Genau, also das Image 50 Millisekunden. Also unser Gehirn kann jedes Image innerhalb von 50 Millisekunden verarbeiten. Das ist so diese First Impression-Regel. Ne? Das ist zum Beispiel auch, um euch vielleicht ein bisschen wieder warm zu machen, beim Dating, was permanent stattfindet. Also Männlein, Weiblein. Ne? Das Urteil, ob ich jetzt jemanden heiß finde, egal ob Frau, Mann oder umgekehrt, findet in 50 Millisekunden statt. Das heißt, wenn du dir selber dessen bewusst bist, und sozusagen einen internen Dialog führst, ein Selbstgespräch, wow, der Typ sieht aber gut aus, dann hat sozusagen dein Unterbewusstsein schon Sekunden vorher, also schon Ewigkeiten vorher, das Ganze entschieden, ohne dass es dir überhaupt bewusst ist. Das ist aber nur durch Bild möglich. Das ist also, unser Gehirn wurde so programmiert, um unser Überleben zu garantieren, wenn wir damals halt in der Steinzeit oder was waren, ne? Dann mussten wir quasi innerhalb von 50 Millisekunden, wenn wir da ein Geräusch, wir waren irgendwie so am Lagerfeuer und da war irgendwie so ein Geräusch, es gibt diesen Film 20.000 Jahre vor Christus oder sowas. Wenn wir ein Geräusch im Gebüsch gehört haben und haben da hingeschaut, dann mussten wir innerhalb von 50 Millisekunden beurteilen können, ist es jetzt ein Säbelzahntiger, der uns innerhalb von 2 Sekunden frisst oder einfach springt und dann in 10 Sekunden bin ich tot. Oder ist es irgendwie nur ein Vogel oder sowas, ja? Also die Kapazität, die unser Prozessor, der in unserem Gehirn ja, stattfindet, das ist sozusagen, also Bild können wir am allerschnellsten verarbeiten deswegen. Ja? Und deswegen funktionieren auch die gut gemachte Single-Image-Ads relativ gut, ja? Weil ich einfach die höchste Klickrate habe. Und dann kann ich darauf alles Weitere bauen. Und wenn ich dann dadurch sozusagen den ersten Mikro-Commitment von meinem Kunden, von meinem Interessenten noch gecaptured habe und der klickt dann auf mehr oder dann erhöht sich die Dwell-Time, dann wird der Post wieder mehr gepusht, dadurch sehen wieder mehr Leute für weniger Geld und das ist dann so ein positiver Spirale, geht dann häufig, vielleicht sogar irgendwann mal viral. Das, was, also wenn jetzt zum Beispiel ein Post 5.000 Views hat, dann ist das fast schon viral auf LinkedIn oder 15.000. Und dann kommt das Nächste und was ich dann anbiete, ist
Und das ist auch ein Hammerhart und zum Leid so ein bisschen aller Landingpage-Anbieter. Das ist ja auch sowas, was jetzt...